Ich unterstütze sehr gern Martin Brandl, unsere wirtschaftspolitische Stütze in der CDU-Landtagsfraktion. Er ist wirtschaftspolitischer Sprecher, hat selbst ja in internationalen Unternehmen gearbeitet, kommt aus einem Familienbetrieb und das hat ihm, glaube ich, diesen gesunden Menschenverstand und auch diese Bodenständigkeit beim Debattieren, beim Argumentieren auch verliehen. Und man merkt es, er ist mit Leib und Seele dabei, mit Herz und Verstand. Und vor allen Dingen spricht er sehr pointiert die Themen der Region an. Zum Beispiel die Notwendigkeit einer zweiten Rheinbrücke, also die Wörthbrücke. Das ist wichtig. Die Entwicklung der regionalen Arbeitsplätze, das hat etwas mit dem Standort für Wirtschaftsunternehmen zu tun. Es geht ihm um eine gute Verkehrsinfrastruktur, aber es geht ihm auch darum, wie Menschen sich auch wohlfühlen, dort, wo sie arbeiten oder in der Nähe wohnen. Also eine gute Kinderbetreuung, eine qualitativ hochwertige Bildung. Dafür steht Martin Brandl. Er ist eine starke Stimme bei uns in der CDU-Landtagsfraktion. Und Sie können diese Stärke unterstützen, indem Sie ihm Ihre Stimme geben am 13. März und Martin Brandl als direkt gewählter Landtagsabgeordneter wieder in den Rheinland-Pfälzischen Landtag einzieht. Es lohnt sich.